Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Johnny und weiter geht's mit einem neuen Part von Call of Duty Black Ops. Und wir starten das Ganze mal genau jetzt. Du bist aus, Amerikaner. Victor Reznov. Mein Freund. Freund, genau, deswegen schlägt er mir auch voll in die Fresse. Schlägst wie ein Baby. Ah, voll in die Fresse, Alter. Komm schon. Voll ins Gesicht. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist Schritt 1! Die Schlüssel sicher! Jetzt nehmen wir Volkuta! Was ist Schritt 2? Aufstieg aus der Dunkelheit! 3? Feuerregen! Oh, du bist ein Gegner. Hey, lass den in Ruhe. Was macht ihr denn da bitte? Alter, was ist das denn für einer? Sehr geil. Wir sind Freunde, Sergei. Wir sind Freunde, Sergei. Ja, lässt du mich mal vorbei, wer ist noch? Na komm, mach da auf. Schritt 2! Aufstieg aus der Dunkelheit! Boah, sehr gay. Träumt alles aus dem Weg. Boah, was stockt das manchmal so? Du, voll weiß. Wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, vergessen, verlassen. In Volkuta sind wir alle Brüder. Ah, Entschuldigung, da musste ich gerade mal gähnen. Die machen doch gar nichts, die stehen doch nur da rum. Warte mal. Ach du Scheiße. Alter Säge, was geht mit dir denn ab? Ey, gib mir die Waffe, ich wollte die Waffe haben. Wo ist die Waffe? Da. Yes. War das nervt mit dem Stocken hier. Alle Männer blanker Selbstmord. Man kann den Sieg nicht ohne Opfer erreichen, Mason. Das stimmt. Wir Russen wissen das besser als alle anderen. Macht euch bereit, Männer! Ich seh nix. Ja, Alter. Töten kann man die aber auch nicht. Der Turm reißt uns in Stücke hier. Hab Vertrauen, Genosse. Ah, das ist doch gefangen irgendwie. Oh, da ist jemand gerade runtergefallen. Oh. Ja, komm. Mach doch mal was, hier gefangen. Das ist doch schon tot. Komm, Sergei. Streng dich mal an. Komm, explodier. Bam. Ey, willst du mich verarschen? Ich dachte schon. Boah, Säge schreit wie Hulk. Warum bist du denn nicht grün? Nur der Name. Boah, es wird langsam eng hier. Oh, was macht ihr denn da? Geil. Nie den Glauben verlieren, Freunde! Ja, wir haben es doch schon fast geschafft. Monatelange Planung, Mason. Wir machen keine Pause. Wir
Wir werden nicht wanken! Wir werden frei sein! Oder sterben! Das klingt sehr motivierend. Hier rein. Hier lang! Oder macht das wieder Sergei? Nee, doch nicht, schade. Ist immer geil, Sergei zuzugucken. Sergei! Den Waffenschrank aufbrechen! Mason, auf den Turm! Und unterstützen Sie den Aufstand im Süden! Vibriert alles. Keine Gegner hier. Was soll hier? Information aufgehoben. Was? Jeder seine Teile? Was? Was für ein Ding? Ja, S halten, okay. Ganz komisch mit S und sowas. Getroffen. Machen wir die mal kaputt. Was denn? So, jetzt aber. Kaputt. Noch das da hinten. Zack. Komm schon. Ja, bin ich gut. Bewaffnet euch, Genossen. Bald wird Verstärkung am Hauptwaffenlager eintreffen. Genau wie geplant. Sergei, wie hast du die bitte aufgemacht? Wolltest du... ja. Ja, ist ja okay. Oh, das war ein Gefangener. Ja, eine AK. Eine AK ist sehr gut. Mit der kann ich am besten umgehen. Willst du mich verkackeiern hier? So. Oh, das sind schon einige hier. Gibt es hier irgendeine besondere Waffe noch? Außer eine Schrot noch. Und BAM! Nee, nicht mit mir hier. Keiner überlebt, mein Freund. Keiner. So. Jetzt hier rein. Was für eine Harpune? Alter. ich finde das Spiel ja wirklich geil, ne? Aber so Szenen wie jetzt gerade eben oder so ähnlich, die sind immer total unlogisch. Ich fand das früher ehrlich gesagt sogar das beste Call of Duty. Zumindest was den Singleplayer angeht. Der Unterschied ist ja auch hier noch, dass... Ja, habe ich dich nicht umgebracht? Oh shit. Dass hier einfach gewaltsamer ist. Und wenn du auf den drauf schießt, das Blut ist dann da. Und man kann ja auch Köpfe wegschießen. Nee, das kann man leider nicht. Aber das sieht schon brutaler aus. Jetzt verleiht mein Freund. Boah, Sergei. Komm schon, Alter. Nein. Sergei. Mein Freund Sergei ist gestorben. Das geht ja mal gar nicht. Ah. So, hilf mir doch mal mit hier. Was war das denn? Mit Granatwerfen. Piu. Zack. Gegner. Wohin denn jetzt? Sack an. Da lang, okay. Falls ich hier russische Zuschauer habe, was sagen die ganze Zeit hier am Megafon? Würde mich mal interessieren. Lass das nicht zu! Da! Mit dem Lötbrenner müsste es gehen!
sehen. Zufälligerweise. Oh, scheiße. Deckung geben! Ich seh nix. So. Ja, hab ich doch schon. Ja, wohin denn? Ach, hier oben lang, okay. Hallo. Hallo. Hallo, da oben. Die haben echt nichts drauf hier. So, kommen. Ah, jetzt benutze den Schweißbrenner hierfür. Boom. Was denn? Wow, der hält schon einiges aus, der da. So, wenn ihr das hier aushaltet, dann seid ihr sowieso King. King of the King. So, komm schon. Nicht geschafft. Wo schießt du eigentlich hin? Warum ist da Glas? Welche Waffe? Ich hab doch schon eine Waffe. Eine Granate. Komm schon, weiter, 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 weiter. Achso, hier die Waffe. Okay. Oh, wer ist noch? Du bist es. Ja, tut mir leid. Ich schieße ja meine eigenen an, aber... So, jetzt einfach vorrushen oder was? Komm, wir ballern einfach mal komplett drauf, bis zum geht nicht mehr. Oh shit, Base. Oh, das war knapp. Überall Explosionen. Ja, das muss ja sein. Oh shit, 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 shit. Sogar bei dem älteren Spiel, da sinken die FPS. Wahnsinn. So, gleich schon wieder überhitzt, hä? Sinnloses Gemetzel. Oh, was war denn jetzt? Scheiße, Tränengas. Nee, das ist nicht gut. Weg hier! Warum kommt der von vorne gelaufen? Kann man das jemandem erklären? Tränengas ein. Ich bekam keine Luft. War ich doch da noch bei Ihnen? Er war immer bei mir. So, meine Freunde, das war's jetzt wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch doch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part. Solange ihr natürlich mich abonniert habt und auch im nächsten Part dann einschaltet. Oh, hier gibt's ein Motorrad. Geht uns richtig gut ab. Also dann, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao, ciao.